Der sagt zu mir, der Mühli, pass auf, Claude, da ist ein Graser. Der springt so aus dem Kescher. Hat selbst noch keinen Graser gesehen. Ne? Auf den einen oder anderen schon. Ja, genau. Fischstäbchen waren das. 3 Meter, yeah! Schubler. Mit einem Curveshank in der Größe 4. Heute noch mal richtig Futter rein. Ich esse jetzt meine Pizza, ja. Hier wird noch mal gearbeitet. So kann es weiterlaufen. Wenn ihr euch fragt, warum ich so aussehe, ich war gerade dabei, einen Werbefilm zu machen. Was man an solchen Gewässern hier definitiv nicht unterschätzen sollte, ist der Angeldruck. Hier in diesem See wird 24/7, Sommer wie Winter, geangelt. Swims sind überwiegend besetzt und Fische weichen im Angeldruck natürlich aus und sind hier mit allen Wassern gewaschen. Dementsprechend sollte man seine Taktik, sein Vorgehen anpassen, um hier zum Erfolg zu kommen. Wir waren gerade noch dabei, den Fisch zurückzusetzen, den wir gerade gefangen haben. Und genau in dem Moment lief hier bei Mühli seine Route ab. Petri Mühli, kranker Fisch. Mein erster Eindruck vom Pelagicevo-See ist sensationell. Hier ist wirklich alles grün. Bosnien ist grün, Bosnien ist Natur. Und mich würde es nicht wundern, wenn ich hier vielleicht noch einen Braunbären entdecken würde. Frische Wampe, Alter. Ja, der VW ist ein Netz. Mühli, der ist auf der anderen Seite. Irgendwelche Leute besuchen und er pfeift hier seine Route ab. Der Mühli, der hat sich da hinten mit irgendwelchen Bulgaren angefreundet. Ich hoffe, dass er danach noch stehen kann. Diesen hier, den nenne ich Mühli, weil der Mühli gar nicht da ist. Der rennt hier irgendwo um den See herum, hat den Biss gar nicht mitbekommen. Ein richtig schöner Fisch. Ja, die Betreiber von diesem See, die haben uns Essen vorbeigebracht, das haben wir bestellt. Und sie suchen immer noch Mühli, der ist nicht da. Der Sid und ich, wir essen jetzt. Mühli, der ist verschollen. Wow. Ich bin rund um den See gegangen. Hab mal so in die Anglerschaft reingehört, was hier so Sache ist. Alter, die haben alle nichts zu fangen hier. Ich glaube, unser Futterbalken hier hat den See geteilt. Ohne Witz. Morgen schmeißen wir die Ruten da drauf. Und ich glaube, dann eskaliert das hier richtig. Heute nochmal richtig Futter rein. Ich esse jetzt meine Pizza, ja. Hier wird nochmal gearbeitet. Hier der erste Fisch der Nacht. Was wird er haben? 15, 16 Kilo.
vielleicht 14. Ja, 2 Uhr, die Route machen wir jetzt wieder scharf auf den nächsten, der kommt jetzt wieder zurück. Und ja, hoffentlich kommt der nächste, aber in einer Nummer größer. Kurz nachdem ich den Schuppi eben gefangen habe, haben wir die Route neu gelegt. Ja, das ist das Resultat. Innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde kam dieser schöne Spiegler. Sehr zu meiner Freude oder zu unserer Freude. Und ja, so kann es weiterlaufen. Ich bin auf den Futterplatz gespannt. Wenn wir das erste Mal die Ruten da drauf fahren. Ist natürlich toll, wenn man solche Fische hier offiziell auch zurücksetzen darf. Das freut mich immer wieder. Vielen Dank an den Fisch hier. Der geht jetzt zurück. Ja, wir werden die Ruten gleich aufs Futter legen. Noch haben wir hier mit Fallensteuerei sind wir zum Erfolg gekommen. Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt. Fisch schwimmt eher auf mich zu. Rein ist er! Yeah! Schublatt! Hier ist ein makelloser Schuppi. Sehr kräftig. Tolles Tier. Und ja, auf den nächsten Fisch hier. Ich freue mich schon auf den Futterplatz. Mühli, 3 Tage, 3 Nächte haben wir hier durchgefüttert mit dem Bolli-Wurfrohr, mit dem Futterboot. Wir haben hier Hampfing gebracht, Pellets haben wir hier reingebracht, Bollis haben wir gebracht in verschiedenen Größen. Wir haben hier einen Balken gefüttert. Das Futter liegt hier von 30 Metern bis hinten 120 Metern. Und dann erzähl du mir mal hier, was du jetzt hier vorhast. Ja, ganz einfach. Dadurch, dass wir diesen Balken hier gefüttert haben, teilen wir ja quasi den See. Und die Fische müssen über diesen Balken passieren. Und dann macht es ja Sinn, 4 Routen gestaffelt in unterschiedlichen Entfernungen auf diesen Balken zu legen. Ja, wir machen jetzt komplett neue Rigs, neue Köder, unterschiedliche Köder an allen Routen. Ja, und fahren die jetzt gestaffelt mit Futterboot und wenig Futter im Boot drauf. Und den Rest sticken wir dann nochmal mit dem Wurfrohr drauf. Also habe ich jetzt hier richtig verstanden, dass wir jetzt hier auf diesen Balken 4 Routen legen? Auf den Balken legen wir 4 Routen. Hier vorne in mittlerer Distanz, in etwas weiterer Distanz und ganz hinten. Ja, und dann füttern wir ganz normal, damit die Fische weiter das Vertrauen hinhalten. Guck, da ist einer gestiegen. Ja, habe ich gesehen. Sticken wir halt wieder mit dem Rohr wild drauf. Ich hätte hier trotzdem noch auf der linken Seite eine liegen. Ist das für dich ein Problem? Welche Route willst du denn da nehmen? Entweder die, die wir hinten liegen hatten, einfach mal irgendwie noch trotzdem da hinten. Ja, dann nehmen wir eine von hinten. Die hat ja eine erstmal. Eine rüberlegen, da wo eine lief. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall 4 Routen legen. Dann machen wir hier 4. Gucken wir, wie was mit dem Aufbau ist. Und die eine stellen wir, was weiß ich, da in die Ecke und dann ziehen wir dann durch. Ziehst du dann eine da hinten rein. Dann ziehen wir dann durch die Nacht. Dann ziehen wir die Nacht durch und dann hoffe ich, dass der Futterplatz angenommen wird. So Ergebnisse bringt, wie wir uns das erhofft haben. Auf geht's. Ich mache jetzt hier die Montagen fertig. Der Mühli fährt ja 2 auf dem Futterplatz und ich auch. Und einer davon wird hier mit einem weißen Pop-up mit dem Ronny Rig
Festbleimontage. Die andere mache ich mit dem Sinker und dann hoffen wir das Beste drauf. Wie ihr bisher gesehen habt, konnten wir wirklich schon ein paar richtig große Fische fangen. Und große Fische brauchen besonders guten Schutz. Die Carpcare ist für uns sehr wichtig. Wir haben hier die neue Tracker T1 Wiegeschlinge mit fischfreundlichem Material, groß genug für alle Fische und zwei Schwimmhilfen eingebaut. Als Abpackmatte haben wir hier die Oval Crip mit 90 mm starkem Schaumstoff, fischfreundlichem Material. An beiden Seiten kann das Wasser ablaufen. Und diese Matte ist besonders gut für große Fische. Und jetzt machen wir die Ruten fertig für die Nacht. So, ich habe hier eine Mischung aus GLM und Red Bloodworm in 20 und 16 mm. Da mache ich jetzt ein paar gute Hände rein, hier sind schon ein paar drin. Dann kommen noch Red Bloodworm Pellets dabei. Die kommen den Rest rein. Und zu guter Letzt Hanf. Schön ein bisschen Hanf. Hier sieht man, sind ein paar Pellets reingefallen. Die sind schön knatschig nachher. Und locken komplett. So, wir haben die Ruten jetzt gelegt, schön gestaffelt auf dem Platz, in 20-25 Meter Abständen, nochmal drauf gestickt und ich denke, die Ruten liegen ganz gut. Wir haben Bewegung auf dem Feld, man sieht relativ viele Bläschen, Fische steigen. Ich gehe in die Nacht mit einem guten Gefühl und was sagst du? Ich kann nur sagen, dass Angeln nicht nur Entspannung sein kann, sondern auch echt harte Arbeit ist. Wir haben jetzt hier 6 Ruten wirklich perfekt liegen. Wir haben uns abgestimmt, wir haben uns gegenseitig geholfen, wir sind alle rausgefahren. Wir haben wirklich alles gegeben und hoffen, dass die Taktik, die der Mühli sich ausgedacht hat, für heute Nacht, dass sie aufgeht. Und wir uns jetzt hier ein schönes Abendessen verdient haben. Und so ist es, definitiv. Freue ich mich schon drauf. Juvec-Reis. Und gleich aufs Bett, definitiv. Super. Wir haben es 1 Uhr, das ist der erste Fisch vom Futterplatz. Auf 100 Meter Entfernung, die Route, die am entferntesten von allen liegt. Überraschenderweise kam hier dieser Graskarpfen. Ein richtig schönes Tier. So, die Route ist gerade auf dem Futterplatz abgelaufen, auf 70 Meter. Der Fisch fühlt sich gut an. Das wird der zweite Fisch auf dem Platz. Ich hoffe, dass unser Plan aufgeht. Aber das hier stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich. Voll.
Der zweite Fisch vom Futterplatz ist ein kleiner, kompakter Spiegler, aber sehr dicker Spiegler. Ich glaube, der hat sich ordentlich was einverleibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es läuft. Und ja, es ist eine Frage der Zeit, bis wirklich ein großer kommt. Und ich hoffe, dass er kommt. Wir haben noch 2 Nächte und dann mal schauen. Dieser lief vom Mühlen Spiegler ab, etwa 10 Minuten vorher, abseits vom Futterplatz, mit dem Futterboot auf 140 Meter gebracht. Ein richtig schöner Schuppi. Kann so weitergehen. Ich verwende hier die Tracker Propel in 300 Ips, 12 Fuß, für mich die perfekte Allround-Route, mit der ich hochzufrieden bin. Die neuen DB7R Bissanzeiger erfüllen zuverlässig ihren Job. Passend dazu Snack Ears und die neue Tracker 2020 Bankware. Abgerundet wird das Ganze durch die Oldschool Klinger, die ich hier bewusst beschwert habe, damit ich die Schnüre schön durchspannen kann. Und jetzt hoffe ich, dass hier auf dem Futterplatz noch ein richtig dicker rausläuft. Um die Uhrzeit hatten wir bisher fast gar keine Bisse und deswegen ein bisschen überraschend. Und vielleicht lag es auch wirklich daran, dass die Route hier ablief, weil er auf dem Futterplatz lag. Die äußere Route auf ungefähr 100 Meter. So, meine lieben Freunde, das ist bestimmt wieder so ein Rennfahrer. Da blubbert's schon, da ist er. Abgeschöpft! Sehr schön, ich bin richtig glücklich. Ein schöner kleiner Fisch. Route fertig machen, weiter geht's. Ich habe jetzt gerade nochmal 2 Kilo Bodies gestickt, vom Dunkelwerden, die Zeit nochmal genutzt. Ja, und zack, läuft die Route ab. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Fisch macht ordentlich Kette hier, zieht relativ schnell rüber. Ich werde jetzt nochmal ins Wasser gehen und mir den Burschen abholen hier. Das ist ein Graser, glaube ich. Ich glaube, der ist doch gar nicht mal so unklein. Seit 3 Tagen wünscht sich der Mühli einen Graser. Jetzt kriegt er ihn wahrscheinlich.
den Graser. Richtig geil. Der hat sich den Graser gewünscht, hat er gekriegt. Wirklich schöner. Guck mal. Ein richtiges Brett. Graskarpfen habe ich mir irgendwie gewünscht, weil ich die einfach mega finde. Hier mein PB mit 22 Kilo. Absolut geiles Tier. Schönes Brett. Sehr tolle Fische. Einen wunderschönen guten Morgen. Dieser Fisch hat mich heute Morgen geweckt. Das ist der erste von heute Morgen. Der kam auf dem Futterplatz. Hier in Bosnien verwende ich ein ganz einfach gebundenes Line-Liner-Rig. Hier drin habe ich am meisten Vertrauen, das fische ich schon so seit 30 Jahren. Hierzu verwende ich das Terminal Tackle von Tracker. Mit einem Vorfachmaterial 35 Lips, soft, mit einem Curve-Shank in der Größe 4. Ich wollte euch gerade das Rig vorstellen, womit ich hier in Bosnien fische, und da lief diese Route hier ab. Er macht keine hektischen Bewegungen. Drin. Ah, das ist ein schöner Fisch. Ein richtig schöner Fisch. Ein richtig schöner Schuppen. Hier in Bosnien verwende ich ein ganz einfaches Liner-Liner-Rig. In dieses Rig habe ich totales Vertrauen und fische ich schon so seit 30 Jahren. Hierzu verwende ich das Tracker Terminal Tackle mit dem Vorfachmaterial Soft in Stärke 35 Lips mit einem Curve-Shank in der Größe 4, einem Hook-Rigger, damit der Haken aggressiver eindreht. Ich fixiere das Haar mit einem 1 mm Silikonschlauch. Und das alles wird abgerundet mit dem Anti-Tangle-Sleeve. Mit diesem Rig konnte ich hier in Bosnien alle Fische sicher landen. Ja, der läuft und der wegen dem Schnurrbogen.
Der sagt zu mir, der Mühli, pass auf, Claude, da ist ein Graser. Der springt dir so aus dem Kescher. Hat selbst noch keinen Graser gesehen. Auch den einen oder anderen schon. Ja, genau. Fischstäbchen waren das. Wenn ihr euch fragt, warum ich so aussehe, ich war gerade dabei, einen Werbefilm zu machen mit dem Sid. Weiterarbeiten? Mülli? Schöner Fisch, aber weiterarbeiten. Weiterarbeiten. Das ist das Ergebnis hier beim Sonnenuntergang. Eine Nacht haben wir noch vor uns. Ein richtig schöner Spiegelkarpfen. Und der geht ja zurück. Hiermit geht unsere Bosnien-Reise zu Ende. Wir haben viele Fische gefangen, viele schöne und auch große waren dabei. In der letzten Nacht ging nicht mehr ganz so viel. Mühli, wie sieht's aus? Tja, war eine gelungene Session. Treten wir die Heimreise an, würde ich sagen. Es sind noch 14 bis 16 Stunden. Also komm, auf geht's. Auf geht's.